Schalömchen, Freunde. Schalömchen. Heute kommt was, was wir angekündigt haben. Und zwar, wie tunt man das Teil? Was bringt das? Was frisst das ungefähr ganz grob an Akku? Reichweitentest wollen wir jetzt nicht machen. GPS-Messung auch nicht. Wir haben hier kein GPS, wir haben gerade Drohnenaufnahmen gemacht. Das war schon Murks. Ich kann euch aber genau alles gleich berichten, Freunde. Zuallererst, wie schnell fährt das Teil? Ganz normal gedrosselt, wenn man es kauft. Also ihr habt laut Tacho, wenn der Akku komplett voll ist, eine Höchstgeschwindigkeit von 52. Tachotoleranz mit minus 2 km/h haben wir schon gemessen. Bedeutet, der Ding fährt 50 km/h. Ist genau die Toleranzgrenze. Wenn ihr den Akku so leer habt, auf 80%, von 80 sagen wir mal bis 20%, bist du immer noch so bei echten 48 km/h. Aber das interessiert natürlich die wenigsten von euch, denke ich, denn in dem Videotitel steht Tuning und darum geht's heute. Also Freunde, deswegen... Kann ich euch kurz zeigen, wir haben schon auf dem Tacho 644 Kilometer. Ja. Ist schon nicht wenig für zwei Wochen. Ist nicht wenig. 62 Volt, sagt er. Ich bin jetzt von mir bis Neumann damit gefahren. Das sind ungefähr 15 Kilometer. Deswegen sind wir ungefähr bei diesen 80% Akku. Bedeutet, der wird gleich nicht die volle Leistung bringen. Aber das ist halt auch realistischer, weil ihr fahrt mehr mit 80-20% Akku rum als mit 100-80. Also Freunde, wie funktioniert das Ganze? Ihr habt hier, könnt ihr die Fahrmodis wechseln. Kann man hier sehen, wenn ich hier drauf drücke, erscheint auf dem Bildschirm 1, 2 oder 3. Das ist quasi wie beim Scooter, Fußgängermodus, Dingens hier Drive oder Sportmodus. Im normalen Modus fährt er im ersten ungefähr 30, im zweiten ungefähr 40, im dritten ungefähr 50. Ist jetzt erstmal irrelevant. Was wir machen, wir stellen ihn auf Modus Nummer 1 und drehen den Schlüssel oben auf aus. Jetzt kommt nämlich die ganze Magie, Freunde. Die ist nämlich extrem kompliziert, da müsst ihr gut aufpassen. Gas. Ziehen, Bremse ziehen. Kommt euch bestimmt bekannt vor. Komplett Gas und Bremse. Wie genau, beim danach Salomi. Schlüssel umdrehen. Dann 10 Sekunden warten. Man kann hier auf dem Bildschirm, vermutlich erkennt man es jetzt auf der Kamera nicht, wie gesagt, es hat die Action Cam. Haben wir hier so eine Anzeige, yo, Bruder, du hast die Bremse gezogen und gibst gerade Vollgas. Wie gesagt, ich glaube, die 10 Sekunden sind schon lange um. Loslassen, fertig, entrosselt. Andersrum, wenn ihr es wieder drosseln wollt, müsst ihr es genauso machen. Jetzt zeigen wir mal, wie schnell fährt das Teil eigentlich. Während der Fahrt werde ich kurz was dazu sagen. Und dann würde ich sagen, fahre ich einmal kurz da runter hier. Hier ist eine schöne Strecke. Und dann sehen wir uns gleich beim Driven. Also Freunde, ich hoffe, ihr seht genug. Wenn nicht, es geht jetzt auch nur einmal darum, um euch zu zeigen, wie das so aussieht, wie man damit fährt, wenn man damit wirklich entrosselt durch die Gegend fährt. Fahrberichte und alle möglichen Sachen zum Thema Tuning und was weiß ich, was kommen noch. Aber vorher, Freunde, zieh mir den Helm auf. Das ist löblich. Da ziehe ich mir mal kurz den Helm drüber. Das ist leider sehr windig und der Wind kommt aus der falschen Richtung. Ja, gestern gab es in NRW tatsächlich 3 Tornados. Ja, bei uns gefühlt auch. Also gab keinen, schade. Ich will jetzt nicht, dass irgendjemand durch einen Tornado verletzt wird. Ich will einfach nur mal einen sehen. Ja. Hat mir gereicht, wenn er über so einen Acker perscht. Das, wie gesagt, soll jetzt keiner verletzt werden. Nicht wieder irgendwelche Leute irgendwas da rein interpretieren mit, er will sie alle umbringen. Geh mir einfach nur darum, ich würde gerne mal sowas in echt sehen. Jetzt. So. Fahren wir mal los. Ich werde jetzt direkt im Modus 3 starten und ich werde direkt Vollgas geben, damit ihr auch ungefähr seht, was das Ding beschleunigt. Also geil sieht es auf jeden Fall aus. So, der Sitz quietscht noch ein bisschen. Das haben wir auch schon einen Lösungsvorschlag für. Also wir sind jetzt auf 40 km/h, 45, 50, 55, 60, 61. 62, 63, 64, 65, ich entschuldige mich für den Wind. Wenn wir gleich in die andere Richtung fahren, sollte das besser sein. Also Freunde, 65 km/h ist aber auch genau der Wert, den das Moped fast durchgehend fährt, egal ob Wind oder Akku halb leer oder sowas. Da könnt ihr schon von ausgehen. Also so 64, 66 ist so der Durchschnittswert, den ihr damit erreicht. Wenn das, wenn der Akku komplett voll ist, wie gesagt, die ersten 20%, dann erreicht ihr eine Geschwindigkeit laut Tacho von 70 km/h. Also ich mit meinem Gewicht, mit meinen 100 Kilo. Ihr werdet da vielleicht ein bisschen mehr schaffen, ein bisschen weniger, je nachdem, ob ihr mehr oder weniger wiegt. Aber die Chance, dass ihr weniger wiegt, ist, glaube ich, höher, als dass ihr mehr wiegt. So, Freunde, war wie gesagt nur ein kleiner Test. Ich kenne auch ganz schön die Augen, weil ich einen Helm offen habe, aber sonst hört er mich ja nicht. Jetzt drehen wir mal und fahren mal nicht in den extremsten Gegenwind rein.
Also wir starten 25, 30, 35, 40. Also Beschleunigung ist echt top. Die habe ich jetzt noch niemals irgendwie enttäuscht. Akku ist wie gesagt schon ein bisschen leer gesaugt, weil ich musste erstmal zu meinem Manuel hinfahren. Aber naja, das wird schon gehen. 62, 63, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, deswegen sage ich es einfach mal laut. 64. Ja, Tacho haben wir jetzt 64 drauf. Ihr werdet bestimmt nochmal, jetzt nicht in dem Video, hier ging es jetzt erstmal nur ums Tuning, ein Video sehen, wie es mit komplett vollem Akku aussieht, weil da sieht die ganze Geschichte nochmal ein bisschen anders aus. Nochmal ungefähr 5-6 km/h mehr. Aber ihr fahrt ja auch nicht alle mal mit vollem Akku durch die Gegend, Freunde. Denkt bitte dran, das Ding ist nur für 50 km/h zugelassen, das wissen wir auch. Wir haben Motorradführerschein, trotzdem darf man nicht einfach irgendwelche Fahrzeuge tunen. Leider gibt es immer wieder Leute, die uns irgendwelche Sachen in den Mund legen, dass wir irgendwelche Leute zu Straftaten anstiften und so weiter und so fort. Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wir zeigen nur, wie es geht. Ja, ich denke, das reicht doch wieder. Ich fahre jetzt hier wieder links rein. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ich komme ran. Kommen Sie näher. Auf jeden Fall sieht das geil aus. Vor allen Dingen ist der Blinker immer noch ziemlich outstanding. Also ich bin ja jetzt, kann man sehen, das Ding haben wir neu gekriegt. Knapp 650 Kilometer damit gefahren. Also und das in irgendwie 2 Wochen. Schon heftig. Also ich bin gerade auch wieder eine Runde gefahren, macht auf jeden Fall Bock. Ich habe jetzt gerade ungefähr 65 geschafft. Oder hast du geschafft? Ja, auch 65. Ja. Das liegt halt quasi an der Spannung am Akku. Ja. Wenn der Akku fast voll ist, dann schaffst du locker 70. Wenn der Akku ein bisschen leer gesaugt wurde, was eigentlich realistischer ist, dann schaffst du so 65 laut Tacho. Ich weiß natürlich nicht, welche Einstellungen bzw. DRV oder Settings hier drauf sind, ob man theoretisch auch nochmal einen 36 Volt oder einen 12 Volt Akku in Reihe schalten könnte. Dann hätte der natürlich theoretisch eine höhere Endgeschwindigkeit. Werden wir auf jeden Fall nochmal testen, Freunde. Ganz kurz nochmal so ein kleines Zwischenfazit zu dem Ding. Mir sind ein paar Schwachstellen aufgefallen, dazu in einem anderen Video. Nichts Gravierendes. Ihr habt vielleicht gerade gemerkt, der Sitz quietscht. Da haben wir schon eine Lösung für. Das Ding hier ist halt wirklich leider maximal aus Plastik. Haben wir auch schon eine Lösung für, wie man das Klappern wegbekommt. Das Ding ist so geil. Ein Kollege von mir hat sich das direkt auch gekauft. Der ist 3 Meter damit gerade ausgefahren, hat sich das direkt auch bestellt beim René. Einfach weil es Bock macht. Es macht einfach so Laune. Ihr könnt damit keine 100 Meter fahren gefühlt durch die Stadt oder so, ohne dass euch irgendjemand anquatscht, wissen wir, was ist da, was kann das, wie schnell ist das? 100 Meter nach oben zu einem Damm. Also, ist das Elektrik? Ja, das sieht ja voll cool aus. Also Elektrik hätte ich halt nicht gedacht. Ja, da gibt es echt viele Leute, die feiern sowas einfach nur geisteskrank ab. Ganz kurz nochmal. Haben wir im letzten Video, glaube ich, auch nicht erzählt. Oder wir wussten nicht, wie es geht. Hier ist ein Blitz drauf. Wenn ich hier drauf drücke und nochmal, haben wir Keyless Go aktiviert. Dann kannst du den Schlüssel in die Tasche stecken, kannst du theoretisch zu Hause lassen. Machst du sogar Musik. Also Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, was da noch für Umbauten kommen. Da kommen jetzt noch mal Taschen dran und so weiter. Da wird noch einiges mit passieren. Falls irgendjemand jetzt denkt, ja, die machen jetzt gar keine E-Scooter-Views mehr. Doch, ist Schwachsinn. Machen noch genauso viele E-Scooter-Views. Nur das Teil macht einfach Laune. Ganz ehrlich, das macht so Bock, damit rumzufahren. Die Reichweite ist sogar realistisch. Und das ist einfach krass. Ihr kennt die Angaben von einem E-Scooter. Das ist immer der größte Bullshit. Du kommst 30 Kilometer mit einem 1S. Ja, wenn du ihn schiebst. Also, niemals. Wie gesagt, Freunde, ist einfach nur ein geiles Teil. Ich hatte mal mit dem René gesprochen, weil da haben auch ein paar geschrieben, das Ding ist zu teuer. Das war für 2,8 drin. Wir haben jetzt so einen 150 Euro Gutscheincode für euch noch rausgeholt, falls sich das jemand kaufen möchte. Wie gesagt, wir können es empfehlen. Die Dinger gibt es trotzdem noch günstiger woanders, haben wir zum Beispiel auch gesehen. Warum wir, wie gesagt, wir arbeiten mit dem René zusammen, dementsprechend ist die Aussage, klingt jetzt vielleicht ein bisschen gekauft, ist aber nicht. Mein Kumpel hat sich es auch bei ihm geholt. Warum man es trotzdem bei René kaufen kann, wie gesagt, ihr müsst es nicht, aber ich würde es machen. Der Support ist einfach geisteskrank. Ich kann euch mal ein Beispiel zeigen. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein. Das Licht von dem Ding ist absoluter Scheiß. Der Halter hier, der ist, den kannst du nicht mehr verstellen. Bei meinem Kumpel, der hat sich ja auch beim René gekauft, ist der Halter bis hier. Da kannst du das Licht einstellen, du hast einen richtigen Flutlichtstrahler. Habe ich René geschrieben und der hat direkt gesagt, ja, alles klar, kein Problem, besorge ich dir neu. So, kein Thema. Du hast einfach einen übelsten Support. Das ist jetzt nicht nur, weil wir das sind quasi, das ist einfach Fakt. Wie gesagt, müsst ihr euch trotzdem selber überlegen. Wir wollen ja keinen irgendwie zu anstiften oder sowas, weil wir da vielleicht eine Provision kriegen, die wir übrigens kriegen. Nicht, dass das heißt, wir hätten das nicht erwähnt. Die kriegen wir definitiv.
wollten es nur mal erwähnt haben. Und ich denke, wenn ihr Fragen zu habt zum Thema Tuning oder Vorschläge, was wir damit alles machen können, dann schreibt die in die Kommentare. Und hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, ich habe auch echt viel zu sagen. Leute, bleibt dabei. Also wir haben uns gerade noch mal, wir waren bei Stevis und bei Action und haben uns wirklich ein paar Sachen gekauft für Umbauten, für Lackierungen, für echt geilen Scheiß, den so auf YouTube auf jeden Fall noch nicht gab. Nein, den gab es noch nicht auf YouTube und den wird es vermutlich auch nie wieder geben, außer jemand macht es nach. Und Freunde, ich denke mal, mit diesen Worten können wir uns verabschieden. Ich glaube, ich wollte noch mal was zur Reichweite sagen, zum Thema Tuning. Wenn ihr jetzt durchgehend Vollgas fahrt, habe ich jetzt gerade vergessen, deswegen noch mal kurz am Ende, bisschen bescheuert, aber egal. Wenn ihr durchgehend Vollgas fahrt, wirklich dritten Modus Vollgas, dann merkt ihr es ordentlich an der Reichweite. Wenn ihr aber 60 km/h fahrt, das ist der Topspeed, den ihr im zweiten Modus erreicht, so 55 bis 60, dann habt ihr gefühlt kaum Unterschied in der Reichweite. Ich bin damit von mir zu Hause aus bis nach Rees gefahren und zurück, wird euch jetzt nichts sagen. Eine Strecke 35 Kilometer, angegeben hat das Ding 80 Kilometer und ich bin, natürlich bin ich die ganze Zeit im legalen Modus gefahren, ne? Aber ja, der legale Modus, der fuhr auf einmal 10 km schneller, wie das sein kann, weiß ich nicht. Geht schon mal. Naja, Freunde, deswegen wollte ich mal kurz sagen, Reichweite ist auf jeden Fall gut. Wenn ihr damit weit kommen wollt, fahrt nicht im dritten Modus und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.